Mehr als 2,45 Millionen Mitglieder, 668 Kirchengemeinden in 37 Kirchenkreisen. Eine gute Botschaft. Das ist die Evangelische Kirche im Rheinland in vier Zahlen. Und diese protestantische Kirche, deren Gebiet Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland umfasst, bekommt einen neuen Präses oder eine neue Präses. Präses? Ja, Präses. So lautet der Titel des obersten Repräsentanten oder der obersten Repräsentantin der Evangelischen Kirche im Rheinland. Der oder die Präses ist Vorsitzender bzw. Vorsitzende des Präsidiums der Landessynode. Die Landessynode ist das höchste Leitungsgremium der Rheinischen Kirche. In der Evangelischen Kirche im Rheinland ist unten, nämlich oben. Die 37 Kreissynoden, in denen die 668 Kirchengemeinden regional organisiert sind, wählen Vertreterinnen und Vertreter, die dann gemeinsam als Landessynode die Kirche leiten. Männer, Frauen, junge und nicht mehr ganz so junge, Theologinnen und Theologen, genauso wie Menschen ohne theologische Ausbildung oder Amt. Die Landessynode hat ein 15-köpfiges Präsidium, die Kirchenleitung. Die Kirchenleitung hat einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, eben den oder die Präses. Er oder sie leitet die Landessynode, die in der Regel einmal im Jahr tagt. Tagt die Landessynode gerade nicht, erledigt deren Präsidium, also die Kirchenleitung, die aktuell anstehenden Aufgaben unter Vorsitz des oder der Präses. Der oder die rheinische Präses vertritt unsere Kirche auch nach außen, auf der Kanzel als Prediger oder Predigerin, bei Treffen mit den Vertreterinnen und Vertretern anderer Kirchen und von jüdischen und muslimischen Verbänden, in Gesprächen mit Politik, Wirtschaft und vielen gesellschaftlichen Gruppen, im Kontakt mit Medien und vielen anderen mehr. Derzeit macht das Präses Manfred Rikowski. Weil er nach 8 Jahren im Präsesamt im Frühjahr 2021 in den Ruhestand geht, haben die 199 stimmberechtigten Mitglieder der Landessynode bei ihrer Tagung im Januar die Wahl, die Präseswahl. Für das Präsesamt der Evangelischen Kirche im Rheinland kandidieren in alphabetischer Reihenfolge Rainer Knieling, Thorsten Latzel und Almut van Niekerk. Professor Dr. Rainer Knieling leitet seit 2011 das Gemeindekolleg der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in Neudietendorf. Das Kolleg erforscht und unterstützt Gemeinde- und Kirchenentwicklungsprozesse deutschlandweit. Der 57-Jährige ist außerplanmäßiger Professor für praktische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal-Bethel. Er lebt in Erfurt, ist verheiratet und hat 3 erwachsene Kinder. Dr. Thorsten Latzel ist seit 2013 Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt, die 2017 umgebaut und neu aufgestellt wurde. Von 2005 bis 2012 hatte der 50-Jährige als Oberkirchenrat das Referat Studien und Planungsfragen im EKD-Kirchenamt inne und leitete das Projektbüro Reformprozesse. Er lebt in Darmstadt, ist verheiratet und hat 3 Kinder. Almut van Niekerk ist seit 2016 Superintendentin des Kirchenkreises an Sieg und Rhein. Die 53-Jährige wurde 1999 Gemeindepfarrerin in St. Augustin. 2011 wurde sie zusätzlich zur Assessorin und Vorstandsvorsitzenden des Regionalen Diakonischen Werkes gewählt. Seit Januar 2020 ist sie nebenamtliches Mitglied der Kirchenleitung. Sie lebt in St. Augustin, ist verheiratet und hat 2 erwachsene Kinder. Anfang Dezember stellen sich die 3 Kandidierenden mit Gottesdiensten und Interviews den Landessynodalen und der Öffentlichkeit vor. Die Teilnahmemöglichkeiten an den Gottesdiensten sind Corona-bedingt sehr begrenzt. Deswegen werden die Gottesdienste und Interviews aufgezeichnet. Sie sind dann auf der Internetseite www.ekir.de abrufbar. Vom 11. bis 15. Januar 2021 tagt dann die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland erstmals als rein digitale Veranstaltung. Am 14. Januar wählen die Synodalen aus den Weiten der Rheinischen Kirche für eine Amtszeit von 8 Jahren den neuen Präses oder die neue Präses und andere Mitglieder der Kirchenleitung, die turnusmäßig zur Wahl stehen.
Und dann werden wir wissen, wer am 20. März 2021 ins Amt des Präses oder der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland eingeführt wird. Rainer Knieling, Thorsten Latzel oder Almuth van Niekerk. Ausführliche Informationen zu den Kandidierenden oder zur Landessynode 2021 gibt es übrigens im Internet auf www.ekir.de/kirchenleitungswahlen.